Das aktuell größte Brückenbauprojekt Europas steht kurz vor der Eröffnung. Nur noch die weiße Fahrbahnmarkierung fehlt, dann kann der Verkehr über die rheinland-pfälzische Hochmoselbrücke rollen. Rund 8 Jahre wurde an dem Infrastrukturkoloss gebaut. Mit einer Länge von 1,7 Kilometern und einer Höhe von bis zu 160 Metern spannt sich das Megabauwerk über das Moseltal. Die Fahrbahn die zweithöchste Deutschlands und so hoch, dass sogar der Kölner Dom darunter Platz hätte. Die Überführung war seit Beginn der Planung umstritten. Kritiker bemängeln, die Brücke zerstöre das idyllische Landschaftsbild. Zudem sorgten Kostensteigerungen für den Hochmoselübergang für Schlagzeilen. Ursprünglich mit 280 Millionen Euro veranschlagt, kostet das gesamte Verkehrsprojekt inklusive der Brücke nun wohl mehr als 480 Millionen Euro.